Name ist Christian Kollegger. Ich komme aus Volzberg, wohne 5 Minuten von der Dienststelle weg, bin 21 Jahre alt und bin seit 2016 beim Roten Kreuz. Rettung hat mich schon lange interessiert, ehrlich gesagt. Ich habe einen tragischen Zwischenfall in der Familie gehabt, da war eben die Rettung involviert und von dort habe ich gesagt, das taugt mich, das gefällt mir, das möchte ich auch machen. Ja, und so ist es auch noch zum Zivildienst gekommen. Ich habe auf meine besten Freunde gesagt, wir kommen gleich. Das war nachher noch mehr Motivation, wir haben uns zusammengeredet, dass wir da quasi nachher alle zusammen den Zivildienst gemacht haben. Das erste Monat ist man quasi entweder auf der Dienststelle oder in Laubeck zur Ausbildung. Man macht dort die Hälfte praktische, die Hälfte theoretische Ausbildung, bevor man den Sanitäter macht zum Beispiel. Und ja, und dann die weiteren Monate ist man auch auf der Dienststelle, fährt man aktiv am Rettungswagen mit als Sanitäter. Die Prüfung selber ist, sie ist nicht einfach. Also man muss was lernen dafür. Es ist aber alles, was man da lernt, man braucht das im weiteren Leben sicher mal. Es hat Spaß gemacht, den Mattendruck zum Lernen und das, ja, es ist auf alle Fälle machbar und hilfreich. Die optimal darauf vorbereiten. Ich meine, was ich sagen muss, auf unserer Dienststelle ist es so, die ganzen Hauptamtlichen helfen die paar Sachen weiter, du kannst an jeden alles fragen. Man wird so schon richtig gut vorbereitet eigentlich auf das Ganze. Das macht dann auch viel mehr Spaß, man ist nicht so allein gelassen. Das erleichtert schon einen Großteil eigentlich. Auf alle Fälle, man geht in gewisse Situationen, wenn man den im alltäglichen Leben nachher wiederfindet, eben zum Beispiel man kommt auf einen Unfall, stellen, man ist einfach, man weiß, was man tut, man kann gleich helfen. Es verändert dann schon. Also man nimmt schon was mit, auf alle Fälle. Ja. Der Alltag, es gibt glaube ich keinen richtigen Alltag im Rettungsdienst. Es kann sein, dass man einen Tag hat, wo man eben nur Krankentransporte oder Personenbeförderung macht. Es kann aber auch sein, dass man durchgehend im Blaulicht unterwegs ist oder eben Notarzt begleitet, je nachdem. Ob ich mich nochmal für den Zivildienst entscheiden würde, auf alle Fälle, ja. Es war eine lässige Zeit, ich habe viel mitnehmen können, es hat mir Spaß gemacht, ich habe neue Freundschaften kennengelernt, es war rundum eigentlich eine richtig lässige Zeit, ja.